Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr euren Fingerabdruck nutzen könnt, um das Motorola Moto G 13 zu entsperren. Dafür gehen wir einmal in die Einstellung, gehen zu Sicherheit und hier zu Entsperrung per Gesichtserkennung und Fingerabdruck. Hier müssen wir dann einmal unseren PIN eingeben, um zu verifizieren, dass wir das sind. Und dann klicken wir hier auf Fingerabdruck. Fingerabdruck einrichten. Du kannst deinen Fingerabdruck verwenden, um dein Smartphone zu entsperren oder dich in Apps zu authentifizieren. Beispielsweise, um dich anzumelden oder einen Kauf zu autorisieren. Jetzt klicken wir auf Mehr. Ich stimme zu. Und dann müssen wir hier den Sensor berühren. Und dann vibriert das hier leicht. Und ich bewege meinen Finger ein bisschen durch die Gegend, damit der Sensor auch so gut wie jede Ecke meines Fingers registrieren kann. Fingerabdruck hinzugefügt. Die Entsperrung per Fingerabdruck wird immer besser, je öfter du sie zum Entsperren nutzt. Dann, wenn wir hier raufklicken, können wir einmal unseren Finger benennen. Vielleicht habt ihr einen Namen für eure Finger, keine Ahnung. Ihr könnt hier auf diesem Mülltonnen-Symbol raufklicken und dann diesen Fingerabdruck löschen. Ihr könnt aber auch noch einen Fingerabdruck hinzufügen. Grundsätzlich könnt ihr eigentlich alle 10 Finger nutzen und da hinzufügen. Wenn wir jetzt einmal das Telefon sperren und entsperren wollen, dann lege ich da einmal meinen Finger auf und ihr habt gesehen, das geht super schnell, ganz easy, dann sind wir wieder zurück im Telefon. Das ist auch schon alles dazu, wie ihr euren Fingerabdruck nutzen könnt, um das Motorola Moto G13 zu entsperren. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.